Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur fünften Staffel von Stranded Alien Dawn. Beim letzten Mal habe ich versprochen, dass wir uns einmal um den Angriff hier kümmern. Das machen wir jetzt auch mal sofort. Und dann unser Lager weiter ausbauen. Also letzten Endes jetzt momentan, ihr merkt es schon, es geht hauptsächlich jetzt ums Bauen, Bauen, Bauen. Verteidigung muss natürlich auch, machen wir parallel, muss natürlich auch gebaut werden. Da haben wir momentan nur leider viel zu wenig Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Ne? Das müsste dann natürlich auch noch demnächst mal passieren. Das ist klar. Wir werden Kana dann gleich mal auf Expedition schicken. Oh, hier können wir wieder gut. Warte mal, wie viele Insekten? 134 nur noch. Ja, dann nehmen wir doch die Jungs hier mal mit, ne? Die werden wir mal schön schlachten. Die ganzen dicken Viecher. Ach, guck mal, wir haben überhaupt keine Flammenwerfer aktuell. Sollte aber eigentlich kein Problem sein mit unseren, mit unserer Abwehr. Dann können wir euch allerdings auch, ne, wobei, ja doch, wir können euch ein bisschen weiter nach vorne stellen. So. So, dann kommt mal alle her, Freunde. Ja, ist tatsächlich kein Problem. Auch die ganzen Kleinen kriegen wir locker weg. Mit den Waffen. Oha, ja stimmt, da sind ja die sehr bruten Muttern, die hier dabei sind. Ne? Da müssen wir uns ein bisschen weiter nach vorne stellen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da kommt noch der Bummel letzte Mal. Ah ne, warte, das sind noch 15? Ach, das sind die Leute aus der anderen Richtung. Ja, kommt mal hier jetzt, ihr kommt zu spät zum Sommerschluss, Winterschlussverkauf. Schön, schön, ja, super. Ehrlich, immer schön der Reihe nach, ne? Ist nicht genug für alle da. So, das ist das. Rita ist verletzt, kein Problem. Wir werden jetzt einmal hier zwei Dinge mitnehmen. Und zwar die menschenfressenden Gierstunde und die Kreischbrutmütter. Was natürlich nicht zwei, sondern 47 Dinge sind. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Dinge. So. Dann haben wir wieder jede Menge Fleisch zusammen. Dafür rennen unsere Survivor aber wieder ordentlich durch die Gegend. So, also ich hätte jetzt ganz gerne, wie gesagt, hier einmal den Lagerraum. Heißt, wir müssen hier dann noch einmal eine Wand reinziehen. Andersrum. Ich lerne es halt auch einfach nie, ne? So, hier ist eine Wand drin. Wunderbar. Tür. Kopieren. Hatten wir die innen oder außen? Innen, ne? Immer innen. Und die Klinke ist auch so. So machen wir das. Wunderbar. Dann. Genau, wir werden dann hier hinten den Energieraum bauen, weil Dortmund muss nur ab und zu repariert werden. Ins Lager müssen die Leute allerdings immer wieder etwas abholen oder etwas hineintragen. Und von hier aus wird ja hauptsächlich Material gesammelt. Ne, hier zum Beispiel das Holz kann dann direkt hier eingelagert werden und so weiter und so fort. Es kommt eigentlich alles aus dieser Richtung. Wir werden dann den Heißluftballon, den werden wir auch hier hinsetzen. Irgendwo in die Ecke, damit wir dann letzten Endes hier nicht allzu weite Wege haben. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber witzig, wir verbrauchen noch immer sämtliches Holz, ne? Wahnsinn. So, wir werden einmal Kreuzfahrtschiff, nein, Raumschifftrümmer, Kana. Weil die schlachtet gerade ein paar Insekten, ne? Dann macht sie das erstmal. Von mir aus erstmal das. Die Felder sind soweit fast angepflanzt. Benötigt Dünger 124. Dazu sind sie noch nicht gekommen. Vicente und Rita. Aber sollte gleich soweit sein. Wie viele Energiezellen haben wir? 10 Stück. Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Jetzt sind doch ein paar mehr Gierschlunder, ne? Wie viel Insektenfleisch haben wir? 1000 nur. Ah, hätte ich jetzt gedacht, dass da mehr bei rumkommt. So, wie sieht's hier aus? Gesundheit 100%, aber Wachstum ist noch nicht 100%. Ich lasse die immer noch stehen, damit wir so nach und nach ab
arbeiten können. Ernten können. Edmund, Intelligenz 7. Das Gut, wobei uns das demnächst nichts mehr bringen wird. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben 260 hiervon. Wir haben ein paar CPUs. Würde ich fast sagen, die CPUs, die können wir natürlich einmal weghauen. Hier verkaufen wir auch alles. Gleiches gilt auch hier. Bis 100 runter. Wie immer. Ja, von mir aus auch 90. Energiezellen. Ja, verkaufen wir mal 2. So, und dann. Im Grunde genommen war es das, ne? Wobei, hier, Antibiotika. Antibiotika. Gehen wir auch nochmal auf 40 runter. Wunderbar. Geil, 228.000 kriegen wir dann damit zusammen. Ein bisschen Kaffee und ein bisschen von dem Tee. So. Ich glaube, mehr sollten wir dann jetzt aber auch nicht, ne? Okay, akzeptieren. So, dann können wir den ganzen Booms einmal verkaufen hier. Schön wieder ein bisschen aussortiert. Ja, jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir die Felder wieder klar kriegen. Und vielleicht doch noch ein bisschen mehr hiervon. Dadurch, dass wir so viel Antibiotika herstellen. Wobei einmal ernten gibt es 2500, ne? Aber im letzten Winter hatten wir halt nichts mehr davon. Insofern, also so richtig eingepegelt haben wir uns da noch nicht. Fleischbeeren allerdings haben wir wohl genug. Wir könnten also hier einmal die Feldfrucht ändern auf Getreidegras. Machen wir das mal so. Fleischbeeren hatten wir jetzt eigentlich mehr als genug, möchte ich meinen. Scheint zumindest. So, also, Lagerung. Wie teilen wir denn hier das Lager am besten auf? Wir können hier mal zwei Gang. Geht nicht. Hier, das, ja, wir machen das trotzdem. So, wir machen das einmal so. Achso, warte, hier können wir jetzt erstmal, warte. Hier. So, hier darf nur gelagert werden. Ja, hier darf. Stopp! So. Warte, was? Wieso? So. Eigentlich nur Baumaterialien, ne? Außer Metall und Kohlenstoff. Das soll in der Mitte da gelagert werden. Der Rest kann gerne hier gelagert werden. Einschränkung kopieren. Einschränkung einfügen. So. Und jetzt kopieren wir uns das Ganze. Und schmeißen das einmal hier hin. Und schlauer wäre es gewesen, wenn ich da jetzt direkt Shift gehalten hätte. Jetzt nochmal. Zack, 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 Gang. Na, das passt doch. Nur mit der Tür passt das nicht, ne, wenn ich das jetzt richtig sehe. Jupp. Na, dann machen wir das eben so, was soll's. Schönes Detail jetzt nicht, aber wir können die Tür natürlich jetzt nicht woanders hinstellen. Das geht natürlich nicht. So, da kann dann der ganze Kram reingeschmissen werden. Wobei wir natürlich, hier könnten wir natürlich auch sowas wie, hier, ne, Silizium. Zum Beispiel könnten wir hier eigentlich auch lagern, ne? Ja, könnten wir. Das wäre dann bei Fertigungsmaterialien. Erz kann hier gelagert werden, das und das. Würde ich sagen, die drei nehmen wir mal hier noch rein. Dann kopieren wir hier einmal noch die Einschränkungen. Fügen die hier überall ein. Ne? Bist du nicht schlecht vorbeigelaufen jetzt. So, hier auch nochmal einfügen. So, da geht unsere Lieferung. Haut ab, ich habe es gerade gehört.
Einfügen. 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 Einfügen und hier auch nochmal einfügen und dann hier nochmal einfügen. Und dann können wir hier nämlich den ganzen Bums rausnehmen. Das, das und das. Einschränkung kopieren. Einfügen. 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 So. Erz und der ganze Kram, genau, die sollten jetzt richtig wunderbar, die werden dann hier gelagert, das ist doch wunderbar. 1,2 Millionen haben wir jetzt mittlerweile, wie lange bleibt ihr eigentlich alle noch? Ihr bleibt noch 47 Tage, ein Jahr 27, 30 und ein Jahr 16 Tage. Ember ist schon wieder am Ende. Wieso ist Ember schon wieder am Ende? Das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Was könnten wir denn für Ember mal Gutes tun? Buttermelonen, Kuchen und Schießübung mag sie eben auch. Wir haben hier Probleme bei den Waffen langsam. Die müssen wir also eigentlich mal auseinandernehmen. Aber Waffen werden aktuell nicht wirklich gecraftet. Ne? Nicht genug Ressourcen. Hier fehlen uns CPU-Kerne. Da müssen wir einmal auf CPU-Kern-Expedition gehen. Supercomputer-Trümmer. Jack kann einmal auf Expeditionen gehen, sobald er ausgeschlafen hat. Dann haben wir auf jeden Fall davon genug und dann müsste ja eigentlich auch jemand ja, hier wird die verbesserte Laserpistole wird erlernt, sehe ich gerade. Gut, also die müssen wir dann beim nächsten Mal auch nicht erforschen beziehungsweise mitnehmen von der Expedition. Aber wir können sie durchaus ja, hier will nichts mehr. Wobei, Waffen könnte man dann ja meistens mitnehmen, ne? So, ihr seid dann auch hier fast durch. Das ist gut. Dann sind wir die zwei Tische hier schon mal los. Also, zumindest steht da niemand mehr dran und dann wird wieder ein bisschen schneller hier gearbeitet. Pulsgewehr. Metall. Es fehlt uns. Ach so, ja, und natürlich Nano. Die Kohlenstoff-Nanoröhren fehlen uns natürlich auch. CPU-Kerne, aber hauptsächlich eben Metall. 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 Da bräuchte es mal noch so eine niemals endende Metallquelle wäre mal cool. Also Meteoriten sind ja quasi genau das. Allerdings fallen davon immer nicht ganz so viele runter. Können wir einfach mitnehmen, dieses Erz bekommen, das ist nicht ganz so weit weg. Ansonsten scheint es das aber erstmal gewesen zu sein. Die Absturzstellen sind auch alle zu weit weg. Ich meine, die hier könnten wir mitnehmen. Bewerten wir die nochmal. Verbesserte Laserpistolen haben wir auch erforscht. Das ist gut. Ja, wir müssen eindeutig an mehr Metall kommen. Raumschifftrümmer, Kana. Nochmal bei 6, aber sie wird ja immer stärker, weil sie ständig die Bäume fällt. Rita hat Physiologie 2 erreicht. Oh, das ist auch ganz gut. So ganz nebenbei. Schön. So, angepflanzt ist jetzt, ne? Pflanzt hier an. Ist jetzt hier gedüngt? Hat sie gerade gedüngt? Nee. Hier ist nicht gedüngt. Hier ist auch nicht gedüngt. Ah, jetzt. Jetzt wird hier gedüngt. Sehr schön. Jetzt haben sie alles angepflanzt, also kann sich mal um Dünger gekümmert werden. Sehr gut. Ach, guck mal. Wir haben Mini-Ulfen. Natürlich ist es wieder ein Weibchen, ne? Wir brauchen halt ein Männchen. Verdammt Axt. Und die Flammenwerfer hier, die müssen auch langsam mal repariert werden. Es fehlt einfach immer an Metall, ne? Immer. Ja, wir müssen einfach jetzt mal Expeditionen machen, hintereinander weg. Immer wieder irgendwie abwechselnd oder so. Wobei der Jack halt immer nicht so gut drauf ist. Da weiß ich auch nicht, was wir dem mal Gutes tun können. Gutes tuten können. Müssen wir mal sehen. Wie wir Jacks Laune mal ein bisschen hochkriegen. Giftige Asche kommt auch noch mit dazu. Meine Güte, du.
Eieieiei. Vielleicht müssen wir hier unten doch nochmal euch dazu zwingen, Spaß zu haben. Gucken wir mal. Vielleicht hilft's ja. So, ihr könnt einmal alle hier nach vorne kommen. Kurze Verteidigungsaktion und dann geht's sofort wieder weiter. Was ich halt sehr mag, irgendwie jetzt hier in der fünften Staffel, ist, dass das hier alles so voll ist. Ich mag dieses Ganze hier ein bisschen da, ein paar Ulfen, hier ein paar Felder. Das finde ich gut. Gucken wir mal, wie es nach hinten raus dann noch aussieht. Hier kann natürlich auch noch nicht fertig gebaut werden, weil wir nicht alles dafür haben. Wie immer fehlt Metall. Raumschifftrümmer, nimm Metall mit. Durchschnittliche Menge an Altmetall. Aber Kana wird ja demnächst auch noch die 7 erreichen, mit Sicherheit. Wenn sie weiter kräftig Holz anbaut, abbaut. Können wir kurz gucken. Kana, ist die auch zuständig für... Ne, ist sie nicht. Machen wir das mal so. Wie viel Fleisch haben wir aktuell? 824. Okay, ihr gebt 25. Dann nehmen wir euch einmal mit. Scherenhänder, zack. So. Jut, jut, jut. Ja, das gefällt mir gut so. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Hier drüben. Und hier passt er dann auch. So, aber wie gesagt, Metall ist so eine Sache. Metall ist so eine Sache. Leichter Mech können wir uns natürlich auch noch angucken, ist klar. Ich würde aber sagen, wir schmeißen uns tatsächlich, wir geben zumindest mal hier den Laser, beziehungsweise zwei werden wir mal hier in Auftrag geben. So. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Bewegungsmelder. Nicht, dass wir dadurch jetzt mehr Metall hätten, ne? Dadurch, dass ich jetzt dann noch mehr in Auftrag gebe. Aber was soll's? Wir müssen ja irgendwie das Metall, was wir in Zukunft irgendwann eventuell bekommen, müssen wir natürlich jetzt vorher schon ausgeben. Das ist so ein bisschen wie auf Pump kaufen. Ja? Jetzt schon das Geld ausgeben, obwohl wir es gar nicht haben. Kurzatmigkeit. Das ist nicht gut. So, wie viel Metall hat sie denn jetzt mitgebracht? 70. Ja, aber 70 ist schon mal ganz in Ordnung. Damit kann man schon mal arbeiten. Kana, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ihr seid echt schlecht drauf, alle, ne? Wir müssen euch echt mal Schlafzimmer bauen. Das werden wir auch dann demnächst mal in Angriff nehmen, würde ich sagen. Das hier muss alles weggerissen werden. Hier können wir schon mal die ganzen Lager einmal leerräumen und abreißen. Stopp. So. 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 Den Kleiderschrank, den können wir auch nochmal hier reinstellen. Da muss eh nochmal alles umgeräumt werden. Hier Leerräumen abreißen. Dann haben wir das. Dann können wir hier die ganze Bude einmal wegreißen. Einmal mit dem Bulldozer drüber planieren. Das sollte ganz gut gehen. Nervenzusammenbruch von Ember wieder einmal. Ja, wir haben natürlich recht lange Wege hier überall, ne? Aber die langen Wege sind eigentlich nicht das Problem, aber die langen Wege sind eben jetzt Teil des Problems. Weswegen uns die Leute ständig zusammenbrechen und schlecht drauf sind. Das wird aber natürlich dann wieder nicht mehr so problematisch sein, wenn wir... Wenn ihr dann ein eigenes Schlafzimmer hat und so weiter und so fort. Wenn für ihre Freizeit gesorgt ist. Und das machen wir nach und nach.
So, Jack düst direkt wieder los. Wenn Jack wieder da ist, können wir Kana wieder losschicken und so weiter und so fort. Genau, das hier machen wir auch schön. Wie viele Stöcke haben wir noch? 350, 40 mal nur Heu. Das ist eindeutig zu wenig. Ah, hier müsste eigentlich auch geerntet werden, ne? Vielleicht bauen wir mal noch irgendwo ein bisschen Heu an. Da wir davon irgendwie mal zu wenig haben. Machen wir das mal so. Einfach mal ein bisschen Heu noch. 3D-Drucker defekt, nicht gut. Ganz und gar nicht gut, weil das kostet uns, wobei in dem Fall kostet uns das tatsächlich nur... ja, doch. Es kostet uns immer Metall. Und Metall haben wir eben ständig nicht. Genauso auch der Kühlschrank, der ist auch hin. Haben auch kein Metall dafür da. Ich nehme mal an, dass der mit Metall repariert. Ah, ne, ist gar nicht hin. Das ist die... Diese hier, die Batterie ist es. Da fehlt uns nur noch der Mensch, der sie repariert. Eigentlich müsste Racker doch... Was hat Racker denn großartig zu tun? Eigentlich überhaupt nicht viel, ne? Der muss eigentlich momentan nur reparieren. Wo flitzt der denn hin? Was macht der denn die ganze Zeit? Mann, die Leute arbeiten immer nicht, ne? Erste Hilfe, Suppe, Getreide. Tolle Wurst, ey. Nimm die Suppe mit. Brauchen Metall, verdammte Axt. Neues Insektennest, komm bitte in der Nähe. Nope. Hups. Was war das denn für ein Tier? Mensch. Schlimm. Schlimm. Gut. Naja. Aber so einigermaßen, wir kommen ja weiterhin voran. Wir müssen nur jetzt eben den noch ein paar Schlafzimmer bauen und dann geht es denen auch ganz gut, möchte ich meinen. Wie gesagt, dafür werden wir hier am Abreißen, dann werden wir hier so eine Ecke dran bauen. Und dann könnten wir darüber nachdenken, dass wir in jeder Ecke zwei unterbringen. 2, 4, 6, 8 hätten wir dann. Wir könnten allerdings keinen 9. Survivor mit dazu, wobei der muss dann irgendwo im Gästezimmer schlafen oder so. Ja, wir werden hier jeweils in den Ecken, werden wir die Schlafzimmer aufbauen. So ist der Plan. So ist der Plan. Gucken wir mal, ob das alles so klappt. Leute, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Ich freue mich aber schon wieder auf die nächste Folge. Es ist immer wieder sehr spannend zu sehen, ob die Leute denn einigermaßen hinterherkommen. Ja, weil es ist schon echt viel zu tun hier. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.